Sir, woher weißt du, dass die Person, mit der du zusammen bist, die richtige für dich ist? Oh, beliebt, hm? Es war einmal, Shankaran Pillai war beim Familienessen. Und als sich alle zum Abendessen niederließen, stand er auf am Tisch und verkündete, ich werde Lucy heiraten, die auf der anderen Straßenseite wohnt. Ich hoffe, das ist nicht der Name. Dann sagte der Vater, was? Du wirst Lucy heiraten? Sie hat nichts. Sie ist wie eine Landstreicherin. Du wirst diese Lucy heiraten? Die Mutter sagte, was? Du wirst diese Lucy heiraten? Der Onkel, Onkel sind immer dabei, wenn es um diese Angelegenheit geht, weißt du? Der Onkel sagte, was? Du wirst diese Lucy heiraten? Hast du ihre Haare gesehen? Sie sehen unecht aus. Die Tante, was? Du wirst diese Lucy heiraten? Sie ist immer stark geschminkt. Du wirst diese stark geschminkte Frau heiraten? Der kleine Junge, der Neffe kann nicht ausgelassen werden, er sagte, du wirst Lucy heiraten? Sie weiß nicht einmal, was Cricket ist. Wie kannst du sie heiraten? Shankaran Pillai blieb standhaft und sagte, ja, ich werde Lucy heiraten. Alle fragten einstimmig, warum? Er sagte, weil sie keine Familie hat. Es gibt nicht viele Meinungen, mit denen man sich herumschlagen muss. Also, wer ist die richtige Person? Ich möchte nicht die ganze Romantik aus deinem Leben nehmen. Aber lass dir sagen, es gibt keine richtige Person auf diesem Planeten. Wenn du dein Herz in etwas steckst, kann etwas wunderbar werden. Ist es das Richtige? Es gibt nichts Richtiges. Niemand hat jemals irgendwo die richtige Person gefunden. Wenn du in diese Art von unrealistische Denkweise gerätst, ich habe die richtige Person gefunden, oh, du wirst bald enttäuscht sein. Du musst verstehen, es gibt keine richtige Person. Als erstes muss man sehen, bin ich die richtige Person? Ja, bin ich die richtige Person? Und es gibt keine richtigen Menschen auf diesem Planeten. Wenn du verstehst, du hast einen Unsinn, sie haben ihren Unsinn. Wir können Unsinn auf Unsinn abstimmen und einfach weitermachen. Wir müssen verstehen, Beziehungen werden aus allerlei Bedürfnissen gebildet. Es gibt körperliche Bedürfnisse, es gibt psychologische Bedürfnisse, es gibt emotionale Bedürfnisse, vielleicht gibt es soziale Bedürfnisse, vielleicht gibt es finanzielle Bedürfnisse, allerlei Bedürfnisse. Also wenn du mit so vielen Bedürfnissen zu jemand gehst, gehst du als Bettler und ein Bettler kann nicht wählen. Hallo? Ein Bettler isst, was ihm in den Weg kommt, nicht wahr? Er kann nicht wählen. Also, wenn du wirklich eine Wahl in dieser Welt treffen willst, musst du dich selbst zuallererst in einen Zustand bringen, in dem deine Lebenserfahrung für dich selbst nur angenehm ist. Du bist wundervoll. Nun, lasst uns sehen, was zu diesem hingezogen wird. Wenn du wirklich wundervoll bist, werden die Dinge geschehen in jeglicher Weise, sage ich. In Bezug auf Karriere, in Bezug auf Ehe, in Bezug auf die Beziehungen wird dir das Beste passieren, weil du dich so gemacht hast. Anstatt zu versuchen, jemanden zu bearbeiten und ihn zu verbessern, wenn du an dir arbeitest und dich so wundervoll machst, dass jeder mit dir zusammen sein will, dann gibt es eine Wahl. Und diese ganze Sache, es ist eine amerikanische Sache, dass es irgendwo einen Seelenverwandten gibt. Gott hat genau eine weitere Person nur für dich gemacht, aber heutzutage macht er alle 2 Jahre eine weitere Person nur für dich. Offensichtlich macht Gott zu viele Fehler bei dir. Schau, der Körper braucht einen Partner, verständlich. Vielleicht brauchst du auch psychologisch einen Partner, verständlich. Emotional brauchst du einen Partner. Die Seele kann keinen Partner brauchen. Also die Seele braucht keinen Partner. Noch wurde irgendeine Person gänzlich für dich gemacht. Okay? Diese Schöpfung macht alle Arten von einzigartigen Idioten. Wenn du verstehst, dass du eine Art Idiot bist und die anderen eine andere Art,
wirst du ihren Unsinn verstehen, weil du weißt, du hast deine Sachen. Wenn du denkst, du bist perfekt und Gott hat dich erwählt und er hat eine andere Person woanders perfekt gemacht, bist du auf dem Weg zu einer Katastrophe, okay? So etwas gibt es nicht. Selbst, weißt du, nach 5000 Jahren verehren und beten Menschen immer noch Krishna als den größten Liebhaber an, aber seine Frauen sind todunglücklich mit dem Typ. Ja. Du wirst also keine perfekte Person finden. Wenn du dich gefühlsmäßig tief einbringst, kann etwas Wunderbares passieren. Es ist wegen deiner Mitwirkung, nicht weil die andere Person fantastisch ist, nein. Selbst wenn du dich für einen Dummkopf entscheidest, eigentlich ist es einfach. Wenn sie nicht dumm sind, warum sollten sie zu dir kommen zuallererst? Nein, nein, ich bin nur böse. Selbst wenn du dich also für einen Dummkopf entscheidest, spielt das keine Rolle. Wenn du dich einbringst, kann es sehr schön werden. Du hast die pfiffigste Person im Universum ausgewählt, es könnte eine Katastrophe sein. Denk also nicht in Begriffen wie, du weißt, dieser, was auch immer, füreinander gemacht Unsinn. Nein. Du wählst sogar das Gegenteil. Aber nach einiger Zeit, nach ein wenig Zeit, fängst du langsam an zu erwarten, dass sie genau wie du sind. Das ist ein schwerwiegender Fehler. Denn wenn eine weitere Person genau wie du wird, wirst du es keine zwei Tage mit ihr aushalten. Hallo? Sag mir bitte, wenn noch eine weitere Person genau wie du zu Hause ist, könntest du dort leben? Du bist froh, dass sie anders sind. Es ist wundervoll, dass niemand so ist wie du, nicht wahr? Niemand ist wie du auf diesem Planeten. Versuch es und sieh. Niemand ist wie du und das ist gut so. Schau nicht nach Gleichheit. Nicht notwendig. Es ist der Unterschied, der den... Wegen des Unterschieds tanzt du. Nicht anders.